Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shotcast. Ja, ich bin der Chris und das ist der Hellert 1986, der sich ein bisschen gerade selbst vorstellt. Tut mir leid, ich musste dir das jetzt einfach mal klauen. Ja, wir spielen auf der Karte Metalopolis und sind im ersten Quarterfinal des des EU Craft Cup Number 12. Meine Güte, du bringst dich vollkommen aus dem Konzept. Und Norgrim ist im ersten Matchup auf Zelnagar Caverns 1-0 in Führung gegangen und wir werden sehen, ob er diese Führung ausbauen kann und damit natürlich ins Halbfinale einziehen kann gegen seinen Kontrahenten, dem Terraner Storm, der hier rechts oben spawnt, und dementsprechend haben wir natürlich Close Positions zwischen diesen beiden Spielern. Ja, und Norgrim ist auch schon fleißig am Scouten. Zerklinger oder Zerg haben ja halt eben den Vorteil, die können einfach direkt loswetzen und wissen dann direkt Bescheid, was ist hier Sache. Ja, also ich muss auch sagen, im Vergleich zu anderen Spielern scoutet also Norgrim sehr, sehr früh mit seiner Drone. Also er zieht sie viel, viel früher als andere Spieler von der Mineral Line ab. Im Vergleich zu Dystar oder Shark GS Joe ist er auf jeden Fall sehr, sehr früh dabei mit der Drone. Und jetzt sehen wir ja auch gerade hier von Storm die Barrack auf dem Weg. Die Karte im Übrigen ist Metalopolis, für alle, die es bisher noch nicht wissen oder verpasst haben. Ich habe die eigentlich schon des Häufigeren gecastet und deswegen sollte die eigentlich allen Spielern besides bekannt sein. Für mich persönlich eine mit meiner Top-Favoriten-Maps, weil optisch ziemlich geil, spielerisch noch genialer. Und ich habe auch eine kleine Vermutung, warum Norgrim immer so früh mit seinen Drohnen losgehen kann. Warum denn? Ja, er schmeißt sich einfach ein Ricola ein. Und dann läuft er los. Meinst du eine Schweizer Taktik? Klar. Aber er war noch Pole, hast du gesagt. Er war noch Pole. Nein, er ist Schwede. Ah, er ist Schwede. Na gut, wer hat's erfunden? Man sieht hier gute, die Drone mit 4 AP läuft die hier rum. Ja. Wird von mittlerweile 3 SUVs verfolgt. Oh, das ist ja richtig geil mit dem Extraktor. So was liebe ich, ja. Währenddessen Hello also hier sich sehr über die Drone und dieses Line-Up auf ihrer freut, sehen wir auf der 9 Uhr Position Expansion von Norgrim bereits sehr, sehr früh. Sicherlich, ich denke, ja, knapp oder fast zeitgleich zum Spawning-Pool. Und die Drone schafft es, einen Extractor zu bauen und damit delayt sie natürlich das zweite Gras, meine Güte, das zweite Gas für Storm, und das ist sehr, sehr übel. Und damit muss Storm natürlich erstmal leben und er hat jetzt zwei Marines und ein SCV, um hier auf jeden Fall die Drone davon zu ziehen. Direkter Push von der Barrack auf die Factory, und wir sehen auch jetzt hier Scouting Action von Storm, und ich denke, was er sehen wird, wird ihn gar nicht freuen, denn er sieht eine Early Expansion und einen Roach Warn auf dem Weg, der fast fertiggestellt ist, und das schon wieder im Übrigen, also es ist echt unglaublich, wie schnell er das macht. Also auf jeden Fall Early Tech-Up für Norgrim, währenddessen Storm jetzt in Ruhe auf Marodeure geht, um eben gegen eventuelle Roaches gewappnet zu sein. Also er hat scheinbar ein Gefühl dafür, währenddessen Marki auf die Position von seinem Supply Depot rechts zu seiner Base, um eben die View auch überall auf seinem Terrain zu haben. Und jetzt rülpst Hello im Gegensatz zu mir, also vollkommen okay. Es tut mir leid. Mir nicht, es ist vollkommen okay. Jetzt haben wir ein 1-1-1-Build, also hier 1 Barrack, 1 Factory und 1 Starport. Währenddessen unser Zerg-Spieler auf dem Metabolin-Schub geht, um eben natürlich hier seine Zerglinge noch schneller zu machen. 2 Roaches morphen rein. Und der Starport ist so gut wie fertiggestellt und wir könnten einiges an benchige Restmen, die jetzt hier auf der Karte haben. Wenn es dir mal aufgefallen ist, oder, also ich finde es echt unglaublich, Norgrim, der baut wieder sein typisches Line-Up, sage ich jetzt einfach mal, weil das haben wir im letzten Matchup auch schon gesehen, geht hier ganz straight einfach an die Sache ran, so wie vorhin auch, und es ist eigentlich ziemlich gefährlich, weil ich meine, Storm hat jetzt schon ein Helion draußen, könnte rein theoretisch damit in die Base rein und da würde nichts stehen. Na doch, er hat jetzt 2 Roaches. Ja, jetzt mittlerweile, aber wo der Helion fertig geworden ist, stand da nichts. Jetzt hier der Overlord von Norgrim, der direkt in die Base fliegt und sicherlich auch genug Scouting Action auf dem Starport hat.
Und wir sehen jetzt auch hier Banshee auf dem Weg, bisher allerdings ohne Cloaking Field, währenddessen unser Zerg-Spieler auf Leer taggt, um Tag Number 2 zu erreichen. Und wir sehen auch, der Zerg-Spieler ist relativ offensiv gerade hier dabei. Also er taggt hier zwei Spinecrawlers, um die Base zu sichern, aber weiterhin Roaches und Zerglinge morphen rein. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man als Terraner niemals haben möchte. Er ist sozusagen gezwungen, auf One Base zu minen. Denn er muss immer damit rechnen, dass eben eine Zerg-Armee seine Early-Expansion natürlich hier delayed. Siege-Tanks und kein... Ist doch Siege-Tank bereits fertiggestellt? Also die Siege-Mode. Siege-Mode, Entschuldigung. währenddessen erneut der Zerg auf Borrow geht, also ihr Eingraben ist dabei, erforscht zu werden. Und das ist sehr, sehr wichtig eben für den Zerg-Spieler. Das heißt, er kann auch in Ruhe seine Roaches eingraben und dann in Ruhe regenerieren lassen. Sie haben logischerweise, wie viele von euch wissen, erhöhte Lebensregenerationen, wenn sie eingegraben sind. Oh, und jetzt wird eventuell der Go gemacht von dem Storm. Jetzt wird stürmisch auf der Karte eventuell. Ja, Storm hier auf jeden Fall mit... Hat auch schon einen Banshee draußen, ne? Banshee, Siege Tanks, ein Halion und ein paar Marines plus Marodeuren sind dabei... Hat aber noch keinen Tarn. ...rauszugehen und er hat auch kein Cloaking Field auf dem Weg. Das heißt also, jetzt versucht er hier alles und nichts, aber die drei Spinecrawler werden alles und jeden vernichten, der sich ihm in den Weg stellt. Und jetzt hier auf jeden Fall Storm und er hat Norgrim hat nichts auf dem Weg, was sich ihm in den Weg stellen könnte. Siege Tank sehr, sehr schön. Greift die Spinecrawler an. Sehr, sehr wichtig jetzt gerade hier. Banelings sind eben gerade dabei reinzumorfen, ja. Beziehungsweise gerade erst fertig geworden das Banelings-Nest. Also man sieht schon Unterschiede auch zu dem anderen Spiel. Ja, und man genau. Sieht jetzt auch die Zerglinge, wie sie die Tanks raussnipen. Schön ja. Surrounded, schön rausgenommen. Sehr gut, auf jeden Fall jetzt hier, also von Norgrim zieht die Siege-Tanks raus, um die einzelnen Spinecrawler zu schützen. Aber die Spinecrawler sind ja alle down und da fallen viele Einheiten, einzelne. Oh, sehr, sehr gut. Da hat der GG WP, also well played. Das heißt also, der Norgrim gewinnt. Die springen also 2-0 in diesem ersten Quarterfinal und zieht damit komplett ins komplett ein ins Semifinal. Und ich bin gespannt, wer sie ihm entgegenstellen wird im nächsten Matchup. Hello, dein Fazit zu diesem Spiel? Ich habe ihm gerade echt, Norgrim ist jetzt von den beiden Cars echt mein Favorit, weil er hat es einfach super durchgebracht. Er war in der Bedrängnis jetzt auch gewesen. Es war ein heftiger Bio-Build, beziehungsweise ein heftiger Build, der ihm gerade entgegenstand. Aber er hat die Ruhe bewahrt, er hat es durchgezogen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Genau, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie wir und dementsprechend sehen wir uns in einem anderen Shoutcast wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen.